Für uns Polizei ist der Tag heute, natürlich der 11. September, jetzt auch kein gewöhnlicher Tag, ein sehr symbolträchtiger Tag, sodass wir diesen Brückeneinsturz natürlich auch in einem anderen Kontext einordnen und bewerten mussten. Und wie man jetzt leider schon wieder in sozialen Netzen sieht, gibt es eben schon wieder erste Clips und Bilder, die eben suggerieren, dass dieser Brückeneinsturz die Folge eines Anschlags war. Man sieht also Bilder von dieser Brücke mit arabischen Schriftzeichen, die genau das vermitteln sollen und eben diese Ängste schüren. Daran ist nichts dran. Wir haben Stand jetzt überhaupt keine Anhaltspunkte für irgendeine Art von strafbaren Handeln, geschweige denn für einen Terroranschlag, sodass sich unsere Aufgabe eigentlich heute begrenzt auf Absperrmaßnahmen und den Versuch, den Verkehr abzuleiten, insbesondere eben seit Beginn des Berufsverkehrs. Als wir an der Einsatzstelle eingetroffen sind, stellte sich die Lage so dar, dass am Brückenkopf auf der Altstädter Seite hier drüben etwa auf einem Meter Länge sich schon ein Spalt gebildet hatte. Und während wir die Erkundung an diesem Bereich vorgenommen haben, gab es einen lauten Knall und zwei sehr große Fernwärmeleitungen sind geborsten. Und es strömten tausende von Litern heißen und dampfenden Wassers aus und fluteten den gesamten Bereich hier drüben des Terrassenufers. Wir sind dann im Rahmen der Lagererkundung weiter in Richtung Brückenmitte vorgerückt und haben dann festgestellt, dass der Bereich, der normalerweise von der Straßenbahn befahren wird, von einer Länge von etwa 100 Metern weg war. Der ist komplett eingestürzt und lag dann in der Elbe. Auf jeden Fall steht im Raum, dass es sich um einen Materialermüdungsprozess handelt, wo beispielsweise durch ein Gemisch aus Salz und Wasser es zu Korrosionen gekommen ist im Bereich des Tragwerkes. Aber genau woran das gelegen hat, müssen die nächsten Tage ergeben. Die Ermittlungen, die diesbezüglich stattfinden, durch die verantwortlichen Bausachverständigen. Viel wichtiger ist für uns jetzt erstmal neben der Sicherung dieses Objektes, dass vor allen Dingen die Dresdnerinnen und Dresdner zeitnah wieder mit warmem Wasser versorgt werden. Denn aufgrund der Tatsache, dass diese zwei großen Versorgungsleitungen zerstört wurden, ist im gesamten Stadtgebiet die Warmwasserversorgung komplett zum Erliegen gekommen. Das heißt, kein warmes Wasser über die Fernwärme, keine Heizung, nichts.